Sarah, ist das doch auch wilde Möhre? Ei, Marco, du weißt doch, dass wilde Möhre so eine Blüte hat. Das doch, Marco, das ist Schafsgarbe. Also, das da ist Schafsgarbe und das da ist wilde Möhre. Wenn er über die wilde Möhre was wissen wolle, das verlinke ich unten und dann können da mal bei uns da gucken, was man so über die wilde Möhre so gesagt haben. Woran man übrigens auch den Unterschied erkennen kann, das sind die Blätter. Das da, das ist die wilde Möhre. Und das da, das sind die Blätter von der Schafsgarbe. Die wird im Volksmund übrigens auch Tausendblatt genannt, weil da jede Menge kleine Blätter dran sind. Das Unkraut verdankt übrigens auch den Schafe sein Name. Nämlich die Schafe, die fressen unheimlich gern die Blätter, lassen aber die Blüte da stehen. Die kennen sie nämlich nicht leiden, die schmecken denen anscheinend nicht. Sarah, hast du Hunger? Nee. Okay, schade, weil die Blüte, die kann ich in den Salat drin machen und dann wäre ich auch mehr satt. Ha ha ha.